Willkommen zurück zu Undertale. Wir haben Metaton besiegt. Allerdings nicht im Kampf, sondern wir haben die Ratings so hochgetrieben, dass seine Batterien ausgelaufen sind. Gute Arbeit, Metaton. Sorry about that. Let's keep going. Ja, Dr. Alphys erzählt uns jetzt gleich, dass Metaton eigentlich nur von ihr darauf angesetzt wurde, uns zu attackieren und eigentlich Metaton gar nicht so schlimm ist und so fort. Und so weiter. Bla 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 bla. Nein, sie kann das nicht aufrechterhalten. Sie kann uns nicht die ganze Zeit anlügen. Und blubbel 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 blubbel. Und tschüss. I'm sorry. Ja, ich auch. So, dann fahren wir mal nach oben. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem König machen werden. Bei dem haben wir noch nicht wirklich irgendwie ausprobiert, wie man den verschonen kann. Den haben wir einfach beim letzten Mal, zack, Kopf ab, besiegt. Nachdem wir auch Flowey hier oben nochmal getroffen haben, dann wahrscheinlich dieses Mal auch. Castle Elevator. Ich freue mich jetzt schon wieder auf den lustigen Encounter hier vorne. Gucken, ob er hier draußen auftauchen wird. Bis jetzt sehe ich nur die Stadt im Hintergrund. Türme rechts und links. Ach ja, genau. Bevor überhaupt irgendwas auftaucht, kommen wir jetzt erstmal zu Toriel nach Hause. Beziehungsweise zu Asgore und Toriel. Da liegen wieder Geschenke für uns. There's a heart shaped locket inside the box. Will you take it? Ja, sicher. You're carrying too much. Oh. Junkfood. Clamburger. Gab's hier eine Kiste? Klappt nicht. There's a worn dagger inside the box. Will you take it? Leave it. Wir brauchen eigentlich beides nicht. Stehen zu zwei Geschenken, aber wir brauchen beide nicht. Wir haben die Tammy Armor gedunnt. Die ist besser und wir haben das Torn Notebook als Waffe ausgerüstet, das uns. Wir greifen ja eh nicht an, das uns mehr Unbesiegbarkeit gibt. It's a golden flower. It's a family photograph. Everyone is smiling. There are a lot of striped shirts in here. Und die unauffälligen beiden Betten. It's a twin-sized bed. What a comfortable bed. Wo vermutlich wir, beziehungsweise der erste Mensch und der Sohn von Asgore und Toriel gelebt haben. Blum. Froggits! A long time ago, a human fell into the ruins. Injured by its fall, the human called out for help. Die Geschichte haben wir schon mal gehört beim letzten Mal, als wir hier waren. Hey, ich. Despite everything, it's still you. Ich bin ein bisschen besorgt, was diese Nachricht in diesem Sinne verändert hat. Asriel, the king's son, heard the human's call. He brought the human back to the castle. Ich würde ja die Geschichte skippen, weil wir sie schon mal gehört haben, aber man kann sie nicht skippen. Lässt das Spiel mich nicht. Mords, Mords! Over time, Asriel and the human became like siblings. The king and queen treated the human child as their own. And the underground was full of hope. You took the key and put it on your phone's keychain. The fridge is full of unopened containers of snails. All die Schnecken. Irgendwie bin ich gerade aus der Tür gegangen, ohne wirklich durch die Tür zu gehen. Ich bin eher gegen den Türrahmen gerannt als alles andere. You unlocked the chain. Then, one day, the human became very ill. The sick human had only one request: to see the flowers from their village. But there was nothing we could do. The next day, the human died. Asriel, wracked with grief, absorbed the human soul.
He transformed into a being with incredible power. With the human soul, Ezreal crossed through the barrier. He carried the human's body into the sunset, back to the village of the humans. Ezreal reached the center of the village. There, he found a bed of golden flowers. He carried the human onto it. Suddenly, screams rang out. The villagers saw Ezreal holding the human's body. They thought that he had killed the child. The humans attacked him with everything they had. He was struck with blow after blow. Ezreal had the power to destroy them all. But Ezreal did not fight back. Clutching the human, Ezreal smiled and walked away. Wounded, Ezreal stumbled home. He entered the castle and collapsed. His dust spread across the garden. The kingdom fell into despair. The king and queen had lost two children in one night. The humans had once again taken everything from us. The king decided it was time to end our suffering. Every human who falls down here must die. With enough souls, we can shatter the barrier forever. Not long now, King Asgore will let us go. You should be smiling too. Aren't you excited? Aren't you happy? You're going to be free. Last Corridor. Da wären wir wieder. Hier habe ich verdammt viel zu viel Zeit verbracht in diesem Korridor. Eigentlich müsste man Sans ja eigentlich mal trollen, indem man jetzt einfach tausendmal hier reinkommt. Hey Sans! Hey Sans! Hey Sans! Hey Sans! Hey Sans! Ob er hier auch mitzählt, wie oft man hier reinkommt? So, you finally made it. The end of your journey is at hand. In a few moments, you will meet the king. Together, you will determine the future of this world. That's then. Now, you will be judged. You will be judged for every your action. You will be judged for every EXP you've earned. What's EXP? It's an acronym. It stands for Execution Points. A way of quantifying the pain you have inflicted on others. When you kill someone, your EXP increases. When you have enough EXP, your love increases. Love 2 is an acronym. It stands for Level of Violence. A way of measuring someone's capacity to hurt. The more you kill, the easier it becomes to distance yourself. The more you distance yourself, the less you will hurt. The more easily you can bring yourself to hurt others. But you never gained any love. Of course, that doesn't mean you're completely innocent or naive. Just that you kept a certain tenderness in your heart. No matter the struggles or hardships you faced, you strive to do the right thing. You refused to hurt anyone. Even when you ran away, you did it with a smile. You never gained love, but you gained love. Does that make sense?
Maybe not. Now, you're about to face the greatest challenge of your entire journey. Your actions here will determine the fate of the entire world. If you refuse to fight, Asgore will take your soul and destroy humanity. But if you kill Asgore and go home, monsters will remain trapped underground. What will you do? Tja, mal sehen, wie wir Asgore dazu kriegen, dass wir tatsächlich zum Sperren kommen. Well, if I were you, I would have thrown in the towel by now. But you didn't get this far by giving up, did you? That's right. You have something called determination. So as long as you hold on, so as long as you do what's in your heart, I believe you can do the right thing. All right. We're all counting on you, kid. Good luck. Hey, Sans hat mich nicht angegriffen. Sans hat mich nicht sofort vernichtet, nachdem wir hier waren. Das ist ja... Ich bin ja schon echt gerade verführt, einfach spaßenshalber jetzt Escape zu drücken und ihn nochmal reden zu lassen, um zu gucken, ob er das bemerkt. Komm, wir versuchen das jetzt. Immerhin hat er ja die gesamten Versuche gezählt, jedes Mal, wenn wir gegen ihn gekämpft haben und so. Und offenbar hat er auch irgendwas mit diesem Neuladen, mit der Determination zu tun. Er macht's nur selten. Gucken wir mal. Vielleicht tut's wirklich was. Vielleicht auch nicht. Im besten Fall verschwende ich ein paar Sekunden hier vorne, weil ich jetzt nochmal durch den Dialog skippen muss. Hey, Sans. Lange nicht gesehen. Sup. Ich finde schön, wie wir immer noch größer sind als Sans in Pixeln. Bin so ungefähr ein Pixel höher. So, you finally made it. Together. Then, now, judged, action, earned, XP, acronym, execution points, kill someone, love increased, acronym, level of violence, capacity to hurt, the more you distance yourself, but you never gained any love, naive, hard-faced thing, anyone, smile, does that make sense? Maybe not, no, journey, actions, here, world, refuse, fight, humanity, home, monsters, what will you do? Well, towel, did you? That's right, determination. Hold on, what's in your heart? Alright, we're all counting on you, kid. Good luck. Wait a second. That look on your face while I was talking. You've already heard my spiel, haven't you? Er hat sich's wirklich gemerkt. Ah, sehr schön. I suspected something like this. You're always acting like you know what's going to happen. Like, you've seen it all before, so I have a request for you. I kind of have a secret code word that only I know. So I know if someone tells it to me, they'll have to be a time traveler. Crazy, right? Anyway, here it is. Whisper, whisper. I'm counting on you to come back here and tell me that. See you later. Ernsthaft? Die Side questet uns dafür jetzt auch noch? Ja, na gut. Time Travel ahoy! Dann machen wir das halt nochmal. Undertale. Continue. Was man in diesem Spiel nicht für einen Unfug findet, einfach nur weil man Unfug macht, das ist unglaublich, ne? Hey Sans, lange nicht gesehen. Muss nochmal durch deinen Dialog durchskippen. Ding, ding, ding. So, you finally made it. Dot, dot, dot. Huh? Do you have something to say to me? What? Code word? Can you speak a little louder? Did you just say I'm a stupid doo-doo bot? Wow, I can't believe you would say that. Not only is that completely infantile, but it's also my secret code word. That, however, isn't good enough. What you need is the secret code word. It's only for people that know the secret code word. Anyway, here it is. Wimspa. Wimspa.
I'm counting on you to come back here and tell me that. See you later. Der trollt mich doch schon wieder. Sans trollt mich doch schon. Undertale. Starten. Na gut, dann sagen wir ihm auch noch das andere neue Codewort, sonst... Undertale. Continue. Hey, Sans. Lange nicht gesehen. Kannst du nicht mal ein paar Pillar weiter vorne stehen, damit wir nicht so weit zu dir hinlaufen müssen? Wäre schon fast nützlich. Ding, ding, ding. So, you finally made it. Dot, dot, dot. Huh? Do you have something to say to me? What? Code word? Can you speak a little louder? Did you just say, I'm the legendary Fartmaster? Wow, that's, really childish. Why would you think that was the secret code word? Whoever told you that is a dirty liar. I don't have a secret code word. However, I do have a secret triple secret code word. Which you just said, so I guess you're qualified. Here's the key to my room. It's time. You learned the truth. When you looked, the key was already on your keychain. Oh, cool. Wir haben den Schlüssel für Sans Zimmer gekriegt. Das mit dem lustigen bunten Leuchten. Oh, das ist doch auch was wert. Ja, das war jetzt irgendwie leicht ablenkend von der Mission, die vor uns liegt. Aber okay, wir gehen mal ganz kurz um die Ecke, bevor wir speichern und gucken uns noch schnell die Särge an, der Vollständigkeit halber. Auch wenn ich nicht denke, dass sich unten irgendwas verändert haben wird seit dem letzten Mal. Tap, 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 tap. Hey, it's a coffin. There's a name engraved on it. Face. It's empty. Tja, da wollen sie uns wohl reinstecken. Es ist außerdem nicht mehr Alex. Alex' Seele haben wir bereits an den Teufel verkauft, beziehungsweise an den ersten Menschen. Safe Throne Entrance. Okay, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir zum König reingehen werden. Bis gleich.